Und damit herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Video. Ich bin der Booster und wir spielen eine Runde Lords of the Fallen. Und ja, keine Ahnung, aber es wirkt schon sehr linear. Könnte sein, dass wir jetzt in den letzten ein, zwei Folgen sind. Da ich jetzt hier bin, neuer Tag, neue Aufnahme, würde ich gerne nochmal schauen, ob wir irgendwie... Ob wir hier vielleicht noch irgendwie neue Infos bekommen. Die zwei Dudes da hinten sind ja jetzt auch weg. Hier ist nichts. Ah. Quatschen wir nochmal mit Mol. Chosen bear until the lamp must be only then. Okay. Ja, es war auch Inferno. Tja, ich weiß gar nicht, wann man die ganzen Reste bekommen soll, dass man sich hier den ganzen Shit leisten kann. Ja, ich nehme mal den Ring schon mal an uns, obwohl wir jetzt nicht auf Inferno gehen. Das war halt auch Inferno-Sache, ne? Das ist halt... Die haben schon cool ausgeschaut, auch... Tja, keine Ahnung, ne? Das war die... Ja, genau, das war die Waffe von dem Dude. Er sagt leider nichts. Mal sehen, ob die Laterne noch irgendwas sagt. Nee. Okay. Ah, Kiste nochmal aufräumen. Ja, die ganzen Waffen, die wir nicht brauchen, einfach mal in die Kiste räumen. Das waren ja hier unsere zwei Hammer und das ist das. Na, das ist der Speer. Kann weg. Das Ding kann weg. Schauen wir mal, ob wir vielleicht einen Bogen aufwerten, aber ich glaube, das wäre. Also Armbrust. Dafür bräuchten wir. Ja, da würde ich lieber diese noch 5 Waren quasi, damit wir hier den Cut 1 hochbekommen. 5 mal 3, nein, 1500 war das, ne? Ja. Das heißt, man bräuchte 5 Stück, sind 5000. Und die Hälfte nochmal dazu. Also 7500. Dann könnten wir uns das leisten und dann bräuchten man nochmal 5000. Wir das anfertigen und die letzte Stufe kostet ja dann auch nochmal 5.000, 6.000. Gut. Das heißt, wir porten uns. Waren wir hier? Ich glaube, wir waren hier oben, ne? Oder? Das war ja schon unten. Wir sind ja da. Ah, Umprall. Ach ja, genau, hier waren wir. Ich kann mich erinnern, wir sind hier hoch. Und hier gibt es auf jeden Fall etwas zum Machen. Ja. Schön durchgezogen. Ich habe den gar nicht gesehen. Ich habe eigentlich geschaut hinter den Kisten, ob da was ist. Aber dass da von oben einer runterspringt. Wird ja wohl hier nicht alleine sein, ne? Der eine Dude.
Kann man hier runter? Ja, man kann hier runterfallen. Die Frage, wo ist der? Naja. Ich habe dann gesehen, dass der so einen Wurm hat und wir waren auch schon ein bisschen angeschlagen. Oh, hier eine Tür. Hier ist irgendwie eine Treppe. Feuerschutz. Oh. Oh. Ah, ich weiß, wo wir sind. Oh, das ist geil. Das ist geil. Weil hier sind wir runter. Jetzt kommen wir hier, sind wir hier auf der anderen Seite quasi, wo hier die Tür war. Oh, hier ist sogar noch eine Kiste. Reisende Axt. Klingt geil, aber das was kann. Oh, macht Feuer und Lavaschaden. Das verstehe ich nicht so ganz, was der Unterschied ist zwischen dem einen und dem anderen Feuer, ne? Eine Roga-Axt mit zwei großen Zähnen. Nur wenige Menschen studieren die verbotene Sprache der Roga. Das Grinsen eines Rogas, wenn er seinen Feind, seinen Schöpfers, niederstreckt, lässt jedoch einen Freiraum für Missverständnisse. Inferno ausgaliert die Stein auf Inferno, die Axt. Dass hier nichts aufgeht. Ja. Ja, wie gesagt, ich würde jetzt erstmal kurz in Aktion hier uns, ja, durchkämpfen, damit wir schon mal ein bisschen was sehen. So, wo könnte der Ding sein? Ja, wahrscheinlich er, oder? Hier was? Kann man hier runter? Ja, runter kommst du, aber ob du dann irgendwo lebend ankommst, das ist halt die Frage. Ja, unter Umständen nicht. Hier ist auf jeden Fall... Frage, ist es hier noch irgendwie so ein Reaper oder irgendwas, der uns dann die ganze Zeit nervt? Geht eine Leiter hoch. Ja, es ist nicht. Ich hätte fast gedacht, er ist das, der... Nee, nee. Einer von denen. Ja. Ja, er ist es. Wurde das extra reingebaut? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Wurden hier extra unsichtbare Wände hier reinprogrammiert, einfach damit man nicht quasi schießen kann?
Ich will den zweiten Hund noch wegmachen. Rest in Peace. Das ist so crazy, ne? Wie stark die Dinger dann immer sind. So, das heißt, wir sind jetzt schon mal hier in dieser, ja, in Umbral. Das heißt, wir können jetzt hier auch ganz entspannt hier hinten die Dinger angehen. Also entspannt. So entspannt, wie es halt irgendwie nur möglich ist. So, das. Pump einfach schon mal ein bisschen Mana nach. Damit sollte das auf sein. Schau noch, ob ich hier irgendwie Loot finde oder irgendwas. Ah, sieht nicht so aus. Aber es ist irgendwie noch eine zweite Ding, ne? Hier vielleicht? Da hinten ist auf jeden Fall noch was. Ah, warte mal. Müssen wir uns da runtertroppen? Oder wie soll man da hinkommen? Oder kommt man dann von da hin? Ist das breit genug? Ist die Frage. Kommen wir hier auch zurück jetzt nach Axiom wieder oder müssen wir uns hinsetzen? Die sind echt super nervig. Da die auch so ein komisches Ding haben, da die in der Luft dich so attackieren können. Und keine Ahnung. Axt des Lords? Okay. Hier dann schon Bossfight. Irgendwie würde ich gerne. Oh. Ja, ich glaube, ich setze mich lieber erst. Es ist auch geil, dass der da hinten ist und bis hier runter seine Granaten werfen darf.
Hier ist ja auch irgendwas. Oh. Ah, okay, man kommt so durch. Da hinten ist der Dude, den haben wir ja schon gesehen. Der wirft ja seine Dinger, ne? Aber war hier noch wer? Hört sich an, als wäre hier noch irgendwo ein... Hat der uns schon? Ja. Von hier was. Oh. Ich bin ein bisschen angespannt. Ja, man weiß gar nicht warum. Kann ich das auch zerstören? Nee. Ah, oh. Überreste des blutigen Pilgers. Nice. Okay, damit haben wir das. Okay, das heißt, wir können uns jetzt hier mal etwas entspannter umschauen. Hier geht's. Hier geht's hoch. Okay. Naja. War ja klar, dass dann hier wieder alles aufsteht. Ja, kommen Sie ran, kommen Sie ran. Keine falsche Bescheidenheit. Wird ja wohl nicht alleine da hinten sein, oder? Nur die Frage, wer steht alles auf? Entzündungssalze? Verbrennungssalze? Also das eine ist Entzündung und das andere ist Verbrennung, oder? Anhänger des Paladins. Okay. Anhänger des Paladins. Erhöht Stärke und Beständigkeit. Da oben geht es auf jeden Fall irgendwie weiter. Hier werden wir wahrscheinlich erst von der anderen Seite das aufmachen können, oder? Okay. Da oben geht es irgendwie weiter. Ich will mich erstmal hier umschauen. Obwohl. Ah, da ist auch irgendwie ein Boss. Hier ist ein Aufzug.
Ja, ja, züngel, züngel nur rum. Hier ist ein Aufzug. Wo geht der Aufzug hin? Runter. Ja, okay, hoch würde gar keinen Sinn machen. Oh. Oh. Wir kommen hier in den Dingraum wieder. Da, wo unser Samen ist. Silber hält, also ist eine Farbe. So, hier haben wir Kraftschädel, also Kraftcontainer. Ja, das geht nicht auf. Gut, dann versuchen wir das hier mal. Okay, das heißt, hier haben wir jetzt doppelten Zugang, ne? Ja, das ist für mich auf jeden Fall eine Trap. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich gut heißen soll. So, schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas sehen. Hier vielleicht ein Loch in der Wand. Es wirkt schon, als müssten wir dann hier in die Kathedrale. Ich bin halt immer noch nicht sicher, ob das jetzt Himmelrast ist oder nicht. So, schauen wir nochmal hier unten die Arena weiter durch. Ich weiß halt nicht, ob hier noch irgendwo Leute sind, die... Ring der infernalen Hingabe. Den habe ich gekauft, den Ring. Infernale Hingabe, ein Ring aus verkohlten und geschmolzenem Metall, löst gleichzeitig Brennen und Entzündungsaufbau aus. Ah, okay. Ich habe jetzt den Ring. Der Ring war... Aber ich hatte doch... Stimmt, ich hatte eigentlich den anderen, den hier. Mit der Zeit, dass ich automatisch immer... automatisch full life werde. Ja, jetzt passt wieder. So, warte mal, ist hier vielleicht noch ein Gang? Hier ist auf jeden Fall irgendwie ein Gang. Waren wir hier schon mal? Glaube nicht, ne? Okay, irgendwie gibt es da drüben noch mehr. Wir schauen mal. Was sehen wir hier? Es wirkt nicht so, als könnte man hier rüber. Aber auf jeden Fall, da oben auf der Säule ist irgendwie Loot. Ja. Das heißt, wir müssen nach oben. Jetzt ist die Frage, kommt da oben schon ein Boss weit auf uns zu? Ich würde, glaube ich, erstmal unseren Katalysator noch leveln. Wir bräuchten noch Achso, das waren hier die Waffen, ne? Stab des brennenden Seers, Feuerschaden und Inferno sonst nicht. Okay, wo sehe ich noch mal. Hier haben wir nur die verbesserten Sachen bekommen, also die verbesserten Granaten. Das Ding hatten wir uns gekauft. Infernaler Schnitt.
Welche Runen ich... Oh, ach, wir haben das... Rune Edyrs. Ah ja, stimmt, die hat ja der eine Dude ja geklaut. Also, weiß ich nicht, ob es geklaut ist, aber der hat sie genommen und ist dann weg, ne? Ein altes, von Edyr geschaffenes Artefakt. Also, ein Artefakt. Hat zuerst so ausgeschaut, so wie so eine Rune. Ach, hier sehe ich auch die Materialien. Hier unten haben wir noch was. Und zwar verkohlter Brief. Ein teilweise verkohlter Brief. Ein Großteil des Textes durch die Beschädigung unlesbar geworden. Das ist die Karte, da wo wir gerade sind. Okay, das heißt, wir brauchen... Nee, wir brauchen davon 5 Stück. Ja, dann werten wir das Ding hier auf. 7.500. Ja, sammeln wir lieber noch. Aber 7.500, dann könnten wir den Katalysator auf Max-Level bringen. Ne, nicht ruhen. Teleport bitte. Ach, jetzt habe ich nochmal. Burg. Da sind wir gerade, ja. In Bramins, Bramis. Ramisburg oder so heißt der Dude. So, warte mal. Wo ist denn der Dude? Oder sind die jetzt weg? Kann man nicht vorstellen. Das ist nur da hinten, ne, der Hund, aber der. Das sind die zwei. Geht es jetzt hier noch weiter runter oder? Das ist hier. Ah ja, wahrscheinlich eines von denen. Oh nice. Es ist irgendeiner von diesen Gnomen hier. Wir rächen dich. Rest in peace. So. Wir setzen uns auf jeden Fall wieder hin. Wir haben jetzt nur den Dude gerecht. Aber ich bin irritiert, dass der Feuerdude, den wir hier weggemacht haben, dass der weg ist. Aber gut, so ist es. Das heißt, wir müssen da rein. In die Festung. Weil hier war ja kein Reinkommen, ne? Schau nochmal hier außen, ob irgendwas ist. Ob ich irgendwas erkenne. Nein, wir müssen dann hier von hier innen irgendwo den Schalter betätigen. Ach, da ist er. Den. Okay. Ist die Frage, wenn wir hier hochlaufen. Ah, da hinten steht er jetzt. Sehe ich den? Aber im Prinzip brauchen wir hier nicht. Ich hoffe, der lässt uns auch in Ruhe, wenn wir hier hochlaufen. Noch, ob ich irgendwo Loot sehe, aber
Charles wäre, aber er wird ja nicht alleine hier sein, ne? Oh. Oh, du sagst. Na, komm mal näher, bitte. Eine Delarium-Scheibe. Ja, im Prinzip, wenn wir die 7.500 haben, würde ich dann, je nachdem, wo wir gerade stehen, aber würde ich dann den Katalysator auf 10 hochbringen. Explosivbolzen. Oh. Sonst ist hier nichts in dem Raum. Wieder so ein Feuer. Gut. Wieder die Frage, rechts oder links? Also, ja. Das ist hier ein anderer Weg wie da drüben. Oder gehen die Wege hier oben zusammen? Hier ist irgendwie ein anderer Weg. Okay, das heißt, wir schauen uns noch kurz den anderen Ding an. Hier. Hier irgendwo einen Samen platzieren. Ach, hier. Ja. Noch eine Karte. Aha. Hier könnten wir später einen Shortcut freischalten und da oben ist auch eine Memory. Okay, das heißt, theoretisch, wenn wir dann von der anderen Seite laufen, sollten wir irgendwann hierher kommen, dann können wir hier quasi den Shortcut dann freimachen. Schauen wir mal. Was sehen wir? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Oh. Das ist immer so geil. Na, überhaupt beim ersten Mal, wenn du nicht weißt, was passiert, dann springt dann von da oben irgendein Dude einfach runter. Hier ist ein Weg und hier ist ein, da hinten ist eine Tür.
Abwehr. Ja. Ich wollte jetzt nicht, dass der uns irgendwie... Oh, sogar Loot. Munitionstasche und so ein Shit. Hier geht's nur in Dings weiter. Ja. Dachte, ich komme jetzt hier hoch wieder, aber eher nicht. Das ist so fies, wirklich. Er kam von oben, kam irgendwer. Ich habe halt nach unten geschaut. Nicht, ob der sich irgendwann getriggert fühlt oder ob der wirklich, ob der dann da oben stehen bleibt. Müssen halt nur aufpassen, der Hund ist halt noch davor. Ja, ach, wie sieht den doch an? Auf jeden Fall schon mal gerecht. Rest in Peace nochmal. So, wo kommt... Ah, der kommt von da hin. Okay. So, den Weg kennen wir schon. Das heißt, wir gehen jetzt gleich hier hoch. Pass mal auf, von wo kommt der? Der springt ja irgendwie hier runter. Der springt von da dahin, okay. Der springt von hier, aber wahrscheinlich sitzt der da oben drauf irgendwie. Oder da oben, das kann auch sein. Die Frage. Heiliger Schutz. Irgendwie geht es da drüben weiter, ne? Ich schaue gerade, ob ich hier irgendwas sehe. Also wirklich sehen tue ich nicht. Vielleicht muss man, ja, man kann hier durch das Fenster?
Nee. Der Seite geht nicht. Man muss hier runter, quasi. Weil hier war ja sonst nichts, ne? Okay, man muss da lang. Und man muss nach Umbral, weil sonst kann man dort nicht laufen. Oder man kann schon laufen, aber sobald man die Laterne wegnimmt, warum auch immer. Oder dashen, springen... Will, funktioniert dann die Lampe nicht mehr und dann fliegt man auf jeden Fall in den Abgrund. Ja, der Vorteil ist, unsere Sachen liegen hier vorne schon. So. So, wo kommst du her, du Sack? Irgendwo von da oben, ne? Da kommt er. Der ist da runtergefallen. Ich versuche zu schauen, ob man vielleicht darüber über die Wurzel muss. Aber es wirkt schon so, als müsste man eher dahin. Ja, ich habe kurz überlegt, ob man vielleicht da auf dieses Plateau muss. Vielleicht muss man da sogar wirklich hin. Weil hier kommt man. Ja, man muss schon dahin. Oder? Darüber? Aha, ich sehe, wo der auf jeden Fall klemmt, der komische Dude. Oder man muss so hoch. Ach ja. Also ich habe immer noch nicht genau gesehen, wohin. Aber ja. Was ich irgendwie komisch finde, einmal ist die komische, also das Artefakt von Edyr aktiv und jetzt ist wieder aktiv. Gerade war sie nicht aktiv. Ja.
Also dass da oben das auf dem Dächern schon wieder so komisch rumtanzen, gefällt mir irgendwie gar nicht. So, du kommst nicht. Okay. So, da wir dahinter eh nicht müssen. Also es würde wahrscheinlich Sinn machen, von hier nach links und dann hier diese Tür aufzumachen, damit man diesen Zugang schafft oder bekommt, aufbekommt. Wir lassen den mal da hinten sein. Für mich ist jetzt erstmal wichtig, wo sind... Ah, da unten liegen unsere Sachen, okay. Von wo kommt der? Aha, der springt da runter. Und der andere ist hier unten irgendwo, ne? Unten war da noch so einer. Die Frage ist halt immer noch, müssen wir wirklich darüber? Da oben rumturnen war halt nicht so geil, ne? Weil hier sind wir rauf. Aber auch darüber ist halt irgendwie nicht so geil, ne? Oder müssen wir da unten auf den Weg? Da komme ich jetzt hier wieder irgendwie hoch, oder? Hier vielleicht? Die Frage ist halt, ob man nicht von hier auch irgendwie darüber kommt. Ja, ich muss halt ja auch ein bisschen auf die Zeit langsam achten. Wenn ich hier bin. Ja,
Das ist jetzt wirklich hier ein Ding? Ach nein, hier sind wir. Ah, okay, okay. Die Frage, sind das wieder... Ja, die drei Augen würde ich schon gerne noch mitnehmen. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Oh, ich habe ihn nicht bekommen. Okay, da waren wir zu gierig. Da waren wir definitiv zu gierig. Ja, Mana ist ausgegangen und dann, ja. Will man durchziehen und kann's nicht. Richtig geil. So, jetzt ist die Frage, wo sind unsere Sachen? Oben vielleicht irgendwo? Hier irgendwo? Er hatte sie wirklich. Ja, er hat da unser Paket. So, okay, das, ich sehe gerade, wir sind eh am, nicht am Limit, aber wir haben unsere 7.500. Komm, wir gehen kurz zur Gerlinde und machen da die, das Upgrade. Auf den Cut. Gerlinde, please. Nice. Unser zweites plus 10 Item. Einmal unseren Hammer, auch so, den haben wir an. Jetzt könnten wir uns überlegen, vielleicht würde ich dann sogar hier so eine Armbrust bevorzugen, die zu pushen. Was? Hat der eigentlich nochmal ein besseres Scaling bekommen? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. A plus. S ist wahrscheinlich nochmal eine Stufe besser, aber A plus ist schon mal gut. Okay. Investieren heißt ja immer so schön, ne? Investieren. So, wir gehen in die Burg zurück. Also so wirklich klar ist mir jetzt noch nicht, wenn wir da oben auf den Dächern sind, wo wir denn jetzt genau oder wo wir da am klügsten runterspringen sollten. Ich dachte erst, wenn wir hier runterspringen, kommen wir quasi da hinten raus, quasi auf der anderen Seite von dem Tor. Aber wir sind halt nicht hinter, sondern noch vor dem Tor. Halt. Wieder er? Oh. Diesmal versuchen wir es aber richtig zu machen. So, schauen wir mal, wie viel Damage jetzt rauskommt. 400 glatt, ja. So, rest in peace. Oh, er hat sogar Loot fallen lassen. Armstulpen, also seine Armding. So, ich pump mal wieder ein bisschen Mana nach. Ja, dann versuchen wir mal uns da einen Weg zu bahnen.
800 Damage. Ach bitte. Sobald man die oberste Stufe erreicht, wird er erst getriggert, glaube ich. Du bitte aufstehen. Wenn wir hier... Aber hier oben war es doch auch so, dass wir nichts gesehen haben, ne? So, warte mal, warte mal. Vielleicht ist das der Schlüssel, dass wir hier weiterkommen müssen. Vielleicht, vielleicht auch nicht, ne? Oh. Entzündungssalze. Da ist eine Tür. Ah, ist das die Rückseite der Tür? Nee. Ah, das ist hier. Okay. Wir haben hier den Shortcut jetzt freigemacht. Und hier ist eine Erinnerung, oder was? Ja, hier ist eine Erinnerung. Die werden wir erst aktivieren, falls wir, ja, in Umbral sind. Da unten ist ein Dude. Hier war auf jeden Fall noch Loot an dem Brunnen, oder was das ist. Nein, ist kein Brunnen. Nee, ist kein Brunnen. Bär der Ausweidung. Geht doch wer, oder? Geht da nicht wer? Nein, okay. Ich dachte, das wäre wer, aber das ist keiner. Hier geht's irgendwie runter. Okay, das ist das. Hier geht's hoch. Hier ist auch eine Tür. Königsschlüssel. Ah ja. Okay. Das heißt, wir nähern uns langsam dem Boss weit, oder wie? Ich weiß halt nicht, ob hier noch wer drin ist. Nein. So, was ist hier?
Schrumpfkopf-Anhänger. Oh. Neuer Anhänger. Ein Anhänger mit einem kleinen Schädel, der das Zeichen Adyrs trägt, soll aufgeladene Fernkampfangriffe verursachen. Ah, okay. Das heißt, damit könnte man dann seine Fernangriffe aufladen und die verursachen dann mehr Schaden. Das ist die Frage, ist hier oben noch irgendwas Geiles oder haben die nur das Ding hier bewacht? Okay. Hierfür brauchen wir den Schlüssel. Das haben wir jetzt quasi aufgemacht, was es auch ganz geil ist, weil der Dude, der hier stand, der Feuerdude, der fällt uns dann da nicht mehr in den Rücken und kann uns da unten in die Sackgasse reinhauen, ne? Also ist jetzt meine Vermutung, aber hier in die Sackgasse, ne? Okay, das heißt, diese Richtung, so, diese Richtung war hier, ne? Nee. Ach so, das war hier, hier. Okay, okay. Hier drüben ist nämlich noch was. Quasi auf der Rückseite von dem hier. Kann sein, dass man durch einen Schalter oder irgendwas hier dann das Ding aufmacht. Weiß ich nicht. Hier ist noch eine Erinnerung. Ist er der König? Kann ich mir fast nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. König würde wahrscheinlich der Schlüssel von Ding sein, von dem Bram. Ja. Konnte ihn nicht anvisieren. Ganz komisch. Oh. Anna? Wer bist du? Ah, wieder so ein fetter Dude. Hier ist eine Kiste. Hier ist eine Kiste, einfach so. Oh, große Dalarium. Standard und kleiner. Großen sind halt im interessant. Oh. War das jetzt eine Falle? Oder hat der Dude da unten das gezündet? Nein, da oben. Der Dude zündet das. Das Magier-Duell haben wir schon mal für uns entschieden. Dass der so explodiert, echt creepy. Weil das hat der andere auch schon gemacht. Oh, hat sich da hinten was getan? Hier ist Loot. Hellstein. Aha, das hat sich jetzt aufgetan. Oh, ich... Ja, okay, ich verstehe, glaube ich. Wenn wir diesen besiegen, dann werden diese Barrieren, die hier rumstehen, zerstört. Sind dann gone für immer. Das heißt, wir... Das ist halt auch irgendwie komisch, ne? Das ist ja auch in den anderen Souls-Teilen, das habe ich immer nie verstanden. Aber warum kann ich mich heilen, voll heilen, wenn ich full life bin? Ne? Warum verbrauche ich dann quasi Esto oder... So.
will das einfach sicher machen. So, hier brauchen wir wahrscheinlich den Schlüssel wieder. Da können wir gar nichts machen. Oh, okay. Ich will einfach nicht, dass wir kämpfen müssen, wenn wir hier die Dings gerade am Schlüssel haben. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, was wir bekommen haben. So, das. Aber wenn wir hier diese, keine Ahnung, was das sind, Priester oder whatever... Oh, hier ist ein Schalter. Es ist immer geil, ne? Hingehen, Schalter einfach mal drücken, ne? Oh. Oh. Oh, das Ding hat sich bewegt. Das heißt, wir haben jetzt andere Ebenen. Oh, interessant, interessant. Hier wird doch noch irgendwer rumeiern, ne? Was ist hier? Ja. Hm, hier könnte man einen Shortcut freischalten. Könnte. Okay. Bin gespannt, wie viele jetzt hier aufstehen, wenn wir hier rumeiern. Unten sollten wir vielleicht den Loot auch noch einsammeln. Oh, das sind zu viele. Das sind zu viele. Rückzug, Rückzug. Da ist eine Dings. Wie sagt man das? Eine Treppe nach oben. Ist nur ein Kraftcontainer gewesen. Okay. Viole? Also diese. Ah ja. Da haben wir hier quasi das doppelt freigemacht. Kann man hier drüber? Ne, kann man nicht. Okay. Wir holen uns auf jeden Fall jetzt hier noch unten den Loot und die Erinnerung. Da ist ein Reaper. Da unten ist eine Tür und da ist ein Reaper und da geht es irgendwie auch noch weiter. Das kannten wir schon. Jetzt ist halt die Frage, ne? Würde, glaube ich, auch... Oh, oh, da oben im, ist unser Dings. Wir aktivieren kurz die Erinnerung hier. For Edivar and I than I can ever hope to repay, Fitzroy. Thank you. You and the Prince are not away yet, and I could not stand idle like so many others and allow the King to carry out such a heinous act. My husband is not the man he once was, but he will not take my son. Okay.
würde gern die hier die Treppe hoch. Okay, das wird unangenehm. Wir müssen resetten. Die Frage, wollen wir hier resetten? Na komm. Weil da oben hier halt auch noch andere Gegner sind, ist halt die Frage, ja, man muss erst die anderen Sachen klären, dann in Umbral die Reaper und was da noch rum. Sorry, hab was getrunken, einen Schluck und dann, ja. Will man schon weiterreden und hätte ich mir jetzt fast verhaspelt und verschluckt. Der Vorteil ist, wir haben ja jetzt hier diesen ersten Shortcut, ne? Das. Jetzt steht ja der Dude hier ums Eck. Eigentlich will ich den gerne hier runterlocken, wenn das geht. So wirklich geil funktioniert das nicht. Warum? Es ist immer so geil, ne? Dass du halt an irgendwelchen Ecken und Enden hängen bleibst und dann dich nicht bewegen kannst. Frage, was läuft hier noch rum, ne? Weil hier unten war offen, genau, der Weg ist frei zu dem Dude. Und der Dude bleibt dann auch wirklich gone, also wenn du den ausschaltest, dann sind die Wege frei. Ach, warte mal, bleibt der Weg? Der Weg müsste ja jetzt frei bleiben, ne? Es ist halt nur Feuer. Ja, hier das bleibt, das passt auch. Das heißt, wir gehen jetzt hier oben. Hier war auf jeden Fall das in der Begehrde. Wenn wir den haben, diese Quintessenz, könnten wir, glaube ich, nochmal unser Ding verbessern. Schau kurz, ob wir hier irgendwas zu bekommen haben. Nee. Den Speer der Ausweitung haben wir bekommen. Der macht Blutung. Oh. Oha. Herd. Infernaler Katalysator eines brennenden Seers. Ja, Inferno-Schaden. Das waren hier die neuen Bolzen. Walmender Ring. Ein Ring, der regelmäßig einen kleinen Funken führt. Einen Funken führt. Erhöht den Widerstand gegen Brennen. Ja. Genau, zwei haben wir. Wir brauchen drei fürs nächste Upgrade.
Wäre eigentlich ganz cool, das Ding zu bekommen. Ansonsten eine neue Rune, erhöht Feuerschaden. Okay. Ja, die anderen Runen kennen wir schon. Schauen erstmal hier. Weil auf der anderen Seite war ja auch so ein Ding, ne? Hier ist eine Tür. Hier ist wieder so ein komischer Hund. Geht wahrscheinlich nicht auf. Doch, geht. Shortcut haben wir dadurch. Jetzt kriegen wir hier auch den Shortcut hier rüber, ne? Ja, wo hier der Dude war. Okay. Langsam öffnet sich das Ganze. Ich will da jetzt irgendwie nicht runterfallen. Genau deswegen. Die Frage ist, wollen wir wirklich hier einen Samen verschwenden? Also verschwenden, nur um von hier zu starten? Das ist halt die große Frage, ne? Würde noch jetzt sein, oder? Na komm, schnell. Na, hat er nicht ganz geschafft. Da hinten sind zwei Hunde. Naja, das ist dann auch, wenn wir nach hinten gelaufen wären, hätten uns die Hunde sicher penetriert. Königsschlüssel. Oh. Das heißt, wir können das jetzt hier aufmachen, oder was? Ja. Das war die Tür, die wir nicht aufbekommen haben. Die Frage ist jetzt. Naja. Ja, natürlich ist hier ein Reaper. Das heißt, hier ist ein Reaper. Und da hinten war, glaube ich, auch ein Reaper. Also zwei Reaper auf jeden Fall hier. Und noch innen. Geil, ne? Er springt daneben, ich spring daneben. Ja, auf jeden Fall hier drin in dem Raum war ein Reaper. Schauen wir nochmal. Ja. Und wir sind jetzt hier auf der gegenüberliegenden Seite von dem, was wir da drüben gesehen haben. Hier haben wir eine Kiste. Panzerhandschuh des Lords, Panzer des Lords und Beingleit des Lords.
So, das heißt, wir haben zwei Reaper vor uns. Das heißt, wir kümmern uns jetzt hier um den einen. Und dann holen wir uns den anderen. Oh, wo ist er? Okay, das ist der erste. Hier hat sogar noch Sachen fallen lassen. Geil. Und das heißt, wir holen uns jetzt den zweiten auf der Brücke. Eigentlich magieanfällig. Naja. Vielleicht ein bisschen. Komm nur, komm nur. Okay. Dann. Wir wollen dahin, eventuell. Ach nein. Ja. Okay, das ist wahrscheinlich der Weg, der gedacht ist. Damit können wir das darüber ziehen und dann die Plattform darüber. Oder? Ja. Natürlich muss dann noch ein Rest bleiben, dass du ja diese geile Springmechanik nutzt. So, dritte Essenz. Nein. Alter, das wäre ja richtig mies gewesen, jetzt darüber zu springen. Jetzt stellt sich echt die Frage, wollen wir hier hinten den Reset machen? Damit wir nicht an dem komischen Dude wieder rumeiern oder bei dem Dude rumeiern müssen. Irgendwie hätte ich, glaube ich, Bock, das zu verlegen, wenn ich ehrlich bin. Wir reisen sowieso nach Himmelrast, ne? Also das ist eh klar, weil wir wollen ja unser geiles Kreuz upgraden mit der dritten Quid-Essenz. Dann reden wir gleich mal mit Peter, was sie zu sagen hat. Our holy work continues, Lamp-Bearer. Nice. Eine Ladung dazu, das ist schon mal richtig geil. Und nochmal 5% wiederherstellen. Also 5% kriegen wir mehr zurück. Oder können wir herstellen. Fellow sanctified vessel, may Aureus' divine radiance flow through me and into you. So, mal sehen, ob wir es theoretisch nochmal aufwerten könnten. Ja, könnten wir. Wir brauchen 4 Stück und bekommen dann 10% dazu. Let Aureus's will be done. Das habe ich immer noch nicht so verstanden. Verwende seltsamen Stein. That stone, it looks different somehow. But I know it. When I was a girl at the orphanage, Iris. I lost, but now here I wish I could say this. Ja, keine Ahnung, was uns das wirklich sagen will. Haben wir noch mal hier zu den zwei oder zum. Chosen bearer of the lamp, like you I serve. Wie viele haben wir eigentlich? Sehe ich dann irgendwo und die Anzahl, die wir noch haben. Ähm.
Was sehe ich hier, glaube ich, bei der Laterne, ne? 13. Ja, im Prinzip passt das. Passt das noch? Ich dachte, wir hätten schon echt viele verdattelt oder so. Und dann hätte ich noch ein paar nachgekauft. Schauen wir mal, was Gelinde noch so für uns hat. Das heißt, die... Wir könnten sogar das Ding upgraden. Perfekt. Gut, dann heißt das... Ja, ich sehe gerade, die Zeit ist am Rennen. Es ist unglaublich. Ja, ich denke, wir werden wohl noch ein bisschen in dieser Kathedrale, in dieser Burg bleiben müssen. Wir haben da noch nicht alles entdeckt. Wir haben da auf jeden Fall noch einiges, glaube ich, zum Erschließen uns. Ich würde jetzt an dieser Stelle erstmal einen Cut machen und wir machen dann einfach in der nächsten Folge weiter. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid und bis zum nächsten Mal. Servus!